Also, Lukas bei dem Wettbewerb, glaube ich, dürfte der Stärkste hier im Haus sein. Wobei, wer war Philipp Simon, glaube ich, war das, der da so viele Putzen gemacht hat. Schon auch ein Wahnsinnschuss. Ja. Aber klar, Poldi mit dem linken Huf von der Mittellinie, wenn man nicht mit der Hand dran darf, hört sich so an, als würde man schon aus so Selbstschutz einfach nicht mehr reinspringen. Oh ja. Einer hat's gemacht letzte Woche mit dem Schädel. Der brummt wahrscheinlich heute noch. Wir haben Barbara Grafati als Schiedsrichter und wir haben Lukas Podolski bei den Fans. Und Chris Kramer, du hast es gerade schon auf der Couch ein bisschen angedeutet bei Conan und bei Laura. Das war schon sehr taktisch, wie Chris Kramer hier versucht hat, Fußball zu spielen. Anders als alle anderen. Letzte Woche ist es schiefgegangen. Lag woran dann letzte Woche? Was glaubst du? Ja, logischerweise muss man sagen, kann man ja auch einen gewissen Spielstil erkennen, den er dann hier pflegen möchte und den seine Mannschaft auf den Platz bringen soll. Und dann gibt es immer Gegenmittel. Und ich glaube, da wurden ihm gut die Stärken genommen. Ich bin gespannt. Er hat mir gerade ein bisschen gezeigt, was sie heute vorhaben. Okay. Immer auch ein, zwei einstudierte Spielzüge oder Automatismen, die sie auf den Platz bringen wollen, die für mich sehr erfolgsversprechend aussahen. Und sollten sie gleich angewandt werden oder auf den Platz gezeigt werden, dann werde ich das mal ansprechen und wir schauen, ob sie von Erfolg gekrönt waren. Oh, sehr spannend. Wir sehen hier gerade seine Mannschaft wieder mit den Wildcardern Philipp Meissner und Marc Schatkowski, der auch ein bisschen was an Bundesliga und Zweite Liga auf dem Buckel hat. Also der kann schon ein bisschen vor die Pille treten. Dazu auch Erfahrung in den USA, in der MLS gesammelt. Und das ist die Mannschaft von Lukas Podolski. Mit der 5 sind wir hier. Markus Pazurek, der mittlerweile in Siegen spielt in der 5. Liga, aber auch eine Menge Regionalliga-Erfahrung gesammelt hat und auch 3. Liga. Und das ist Lukas Podolski mit seinem Coach Simon Pesch. Die Frage ist, was glaubst du, kocht Lukas ihn verbal ab oder eher umgekehrt? Du kennst Lukas. Du meinst Lukas und Chris oder wer kocht wen ab? Lukas und sein Coach hier, Simon. Achso, ja, Lukas kocht ihn, glaube ich, schon verbal ab. Das ist schwer standzuhalten, weil er eben sehr schlagfertig auch noch. Er ist nicht nur, wie soll man sagen, eben nicht nur laut und irgendwie auf eine angenehme Art laut und direkt, sondern auch noch schlagfertig und dann ist es schwierig, da mitzuhalten natürlich. Aber wenn das einer kann, dann übrigens Chris, ne? Oh ja, da sehen wir ihn gerade. Mit dem klassischen Chris Kramer Blick. Der ist hier, als der reingekommen ist in die Halle, vor Spiel 1 hat er mich hier abgeklatscht und hatte seine Taktiktafel im Arm. Die hat er, aber die war noch leer. Wenigstens das, ne? Ja. Wenigstens das, aber ja. Er hatte auch noch eingerollte Taktikzettel dabei, auf denen sehr viel stand. Oha. Ja. Oha. Ja, der brennt. Und guck mal, wer da das Spiel von uns hier restreamt in seinem Stream. Pietro Lombardi bei Monte. Du bist auch schon in seiner Box gewesen und du weißt, wie emotional der Spieler angeht, wenn seine Truppe spielt. Da hat ja die komplette Box fast gewackelt. Ja, Vollgas. Das habe ich letzte Woche und auch an Spieltag 1 schon live erleben dürfen. Ja. Witzigerweise gab es vorhin eine Szene in seinem Spiel, also von seiner Gönnergy-Truppe, wo sie eine Riesenchance leichtfertig vergeben hat. Ich sagte, da wird Monte ausrasten, gucke hoch und der schlägt Vollgas gegen die Scheiben von seiner Box. Ich hoffe, das sind Panzerglasscheiben hier bei der Baller League. Das nächste Spiel ist freigegeben. Golden 11, die Truppe von Chris Kramer gegen Streets United, die Mannschaft von Lukas Podolski. Boah, Mats, hilf mir bei der Farbgebung. Was ist es bei Streets United? Türkis an den Hosen? Jetzt erstmal Mike Odenthal, der das Ganze sofort crasht. Ja, erstmal die Farbgebung ist wirklich, also das ist das bunteste Matchup vielleicht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Was wir zu sehen kriegen. Also lila ist es im Trikot vorwiegend von Streets United bei Golden 11. Die haben auf jeden Fall die weißen Hosen. Und Mike Odenthal hat gerade mit seinem Vorchecking schon mal gezeigt, wo er hin will. Also das nennt man hohes Anlaufen, Chris Kramer. Ja, gefällt mir. Ich hoffe, das sehen wir auch viel von ihm und von seiner Mannschaft. Kotschak, klassischer Sechser, abseits gepfiffen. Kotschak mit der 6 bei Streets United, eine ultimative Maschine. Oberliga-Legende, 34 Jahre schon alt, aber sehr, sehr fit. Wichtig, so einen brauchst du hier mit der 6, der defensiv den Verkehr regelt. Und Mats, ich habe übrigens von dir ein wunderschönes Tor gesehen auf deinem Insta-Kanal im Training diese Woche. Mats Hummels 10. Ja, habe ich ja angekündigt. Ne? In den kleinen Spielen, da bin ich dann eher so ein Spielgestalter und versuche dann eben auch tiefe Laufwege zu geben und so. Da lebe ich das ein bisschen aus. Deswegen war okay. Ich habe auch oben schon gefachsimpelt mit Julian Brandt und Niklas Füllkrug und Alex Meyer über unsere Five-a-Side-Mannschaft. Oh, schade. Die wir letzte Woche noch nicht aufgestellt haben. Das werden wir heute, würde ich sagen, noch nachholen müssen.
Und wir sehen es, wir haben Chris Kramer gerade auch reinbrüllen hören. Höher, höher, höher. Also der will, glaube ich, Streets United, wenn die den Ball haben, schon in deren eigenen Vorgarten stören, habe ich das Gefühl, oder Mats? Sieht so aus, aber andersrum, Streets United auch. Gehen auch hoch drauf, gerade eben den langen Ball vom Torwart erzwungen. Sieht so aus, als würden beide Mannschaften gegen den Ball sehr aktiv agieren hier. Spiel Nummer 3, Golden 11 gegen Streets United. Es ist bis jetzt ein Pressfest. Und Kotschak holt sich den. Gegen den will ich gar nicht spielen, gegen diese Maschine da hinten. Der löscht wirklich alles, was ins letzte Drittel von Streets United einfließt. Und Lukas Podolski noch ganz ruhig. Kann sein, dass der Kameramann gerade ein Spiel eingegriffen hat. Vielleicht, ich hoffe, er hat einen Hackentrick wenigstens noch hingelegt. Antoski ist auch wieder zurück mit der 10 bei Streets United. Ist der Mannschaftskapitän von Fortuna Köln 2. Sehr erfahrener Kleinfeldfußballer. Letzte Woche verletzt gewesen. Hier kommt er an den Ball. Aber auch aktiv dabei gewesen. Auch auf der Bank richtig mitgecoacht. Ist auch schön zu sehen, oder? Wie die Spieler für ihre Teams dann brennen. Wie der Teamzusammenhalt hier wächst Woche für Woche. Gefällt mir auch sehr gut zu beobachten. Foul, Manu Fischer. Wir haben gerade schon hier, als Mats hierher gekommen ist, an den Kommentatorenplatz, mal die Namen durchgeguckt. Natürlich eine absolute Legende, dieser Mann. Der trifft überall, selbst beim Futsal, wo er wirklich viel getan hat für den deutschen Futsal. Der Mann trifft, und es ist ihm egal, ob es Kreisliga B ist oder Champions League gegen Barca. Ja, Jugendnationalmannschaften, alles zerschossen für Jahre. Heute fehlt ihm natürlich leider ein bisschen ein genialer Passgeber mit Sascha Bigalke. Ja. Der kleine Gruß geht raus. Samstag noch einen kleinen Happen mit ihm zu Abend gegessen. Da hat er schon leider gesagt, er schafft's heute nicht. Einer unserer begnadetsten Fußballer hier. Oh ja, der ist dann auch an den Co-Kommentatorenposten gekommen und hat mir mal seine Beinverletzung gezeigt. Hat ja zwei Leute getunnelt und wurde dann direkt aus Strafe abgegrätscht. Der hat's auch nicht leicht, aber er ist halt ein begnadeter Fußballer. Ja, ich würde auch, für seine Spielweise wird, glaube ich, auch der Schienbeinschoner erfunden. Dann. Das ist korrekt. Wir sehen, Mats, in der Anfangsphase 4 Minuten rum. Beide Teams haben durchaus, aber auch obwohl sie hoch stehen, Respekt voreinander, ne? Ja, definitiv. Also den Respekt vor dem gegnerischen Pressing, vor allem wenn es am Anfang direkt so funktioniert, den sieht man. Ja, der nächste lange Ball erzwungen, gut durchgelaufen. Ja, die Mannschaften sind gut eingestellt von ihren Weltmeistercoaches. Und ein anderer Weltmeister ist hier, Chat, falls ihr es noch nicht erkannt habt, am Posten des Co-Kommentators Mats Hummels mit mir hier am Start. Und was ist das? Die Torhüter, enorm wichtig, aber oft, das ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, die bekommen halt auch undankbare Pässe, wie wir hier gerade gesehen haben, zurück. Das ist nicht unbedingt ein Torwartfehler, der ist ganz komisch zurückgespielt, ja? Keineswegs, ich sehe sogar gar keine Schuld beim Torwart, der macht es dann genau richtig, schlägt ihn wenigstens hoch und, also vermeintlich hoch und weit nach vorne, damit er nicht flach reingeht. Aber stimmt, klar, die meisten denken, glaube ich, der Torwart hat am meisten Zeit. Aber wenn dann mal ein Stürmer oder einer der gegnerischen Spieler durchläuft, dann wird es auch für den auf einmal ganz schnell eng. Und apropos schnell und eng, der Chat freut sich schon. Gleich gibt es ja auch den Einsatz von Gonzalo Castro. Eure Wege haben sich auch oft in der Bundesliga gekreuzt. Das ist ein Mann, der gleich für Beton Berlin spielen wird. Ich glaube, auf den können wir uns auf dem kleinen Feld freuen, oder Mats? Ja, denke ich auch. Gonzo, großartiger Kicker. Also ich habe ja in der U21 mit ihm zusammen gespielt, in Dortmund mit, gegen Leverkusen natürlich jahrelang. Also ganz toller Kerl, großartiger Kicker. Ich glaube, ja, ich bin gespannt, welche Rolle er hier einnehmen wird. Aber dass er natürlich zeigen wird, dass er auf dem Niveau und nicht gefühlt 25 Jahre gespielt hat, ist über jeden Zweifel erhaben. Aber ich bin gespannt, wie er agieren wird, ob er irgendwie viel als Spielgestalter agiert oder 1 gegen 1, ob er offensiv, defensiv ist. Auf seine Rolle bin ich heute besonders neugierig. Und Chris Kramer coacht und coacht und coacht da rein. War sehr unzufrieden letzte Woche, ist aber auch nicht da gewesen, muss man sagen. Hat auf der Couch hier mitgeschaut und war am Ende unzufrieden mit der Gesamtsituation, sagen wir mal so. Dominik Reinhold ein Ball, sehr erfahrener Mann. Dominik Reinhold hat übrigens ein Fußball-Fitnessstudio gemeinsam mit einem gewissen Salih Özcan hier in Köln. Ein Fitnessstudio für Fußballer.
Oh, schöner langer Ball. Ja. Schade, dass er den nicht kontrollieren kann. Was sagst du generell als Mensch, der gerne auch mal Mittelfeld überbrückende Flugbälle spielt? ob mit dem Innen- oder Außenriss, was sagst du generell zu den langen Bällen hier? Ich glaube, das kann man nicht generalisieren. Ne? Also jetzt schon wieder zum Beispiel einer. Viele sagen zu viel lange Bälle. Dir macht aber manchmal Sinn, ja, muss man dazu sagen. Auch hier. Also natürlich als Stilmittel ganz, ganz klar eine sehr gute Maßnahme. Vor allem, wenn die Gegner gut pressen und eine 5 gegen 5, dann öffnen sich die Räume hinter den Ketten. Super gespielt. Oh, das ist Dominik Reinhold. Bisschen zu lange gewartet. Und stattdessen der Monsterkonter. Aber Mats, wir sehen es auf beiden Seiten, stimmt die sogenannte, ich bin kein Fan von diesem Wort, aber die Restverteidigung ist da. Ja, und die Intensität in der Verteidigung ist vor allem da. Also da ist sich keiner zu schade hier für die Grätsche heute. Hat natürlich besonders viel Liebe dafür von mir. Oh ja. Und nochmal zum langen Ball, absolut Bitte. Gutes Stilmittel übrigens. Ne? Man kann den Gegner leicht überspielen, vor allem sorgt man halt dafür, dass er vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr Respekt hat und kann dann durch kombinieren. Also ja, legitimes Mittel, ganz einfach. Und zwei Ecken schon für Golden 11, heißt dann gleich bei der dritten ein Penalty. Manchester United noch ohne Ecke bisher unterwegs, oder? Ja, genau. Ihr seht das oben neben der Eckfahne, die Punkte. Boah, und Manu Fischer, diese Bewegung verlernst du nicht als ehemaliger Bundesliga-Stürmer. Auch schön eigentlich flach gegen die Laufrichtung. Ich glaube, wenn er den mehr ins Eck kriegt, damit kriegst du die meisten Torhüter auf dem falschen Fuß. Aber den hält er natürlich sehr schön, sehr souverän. Macht er gut. Gut 8 Minuten vorbei, 0-0. Der ist from coast to coast, sagt der Engländer. Also vom Strafraum zu Strafraum. Der bringt dann eher weniger. Das hoch und weit bringt Sicherheit, hat er kurz einmal ins Spiel gebracht. Einfach nur, damit wir das sagen können. Dankeschön an den Goalie. Mit der 5 übrigens hinten bei Streets United. Erster Mann für die Auslösung, Markus Pazurek. Wieder am Start. Ehemaliger Drittligaspieler. Und beide Teams lassen das jeweils andere nicht atmen bei der Ballannahme. Jetzt ein bisschen zurückgezogen. Golden 11 geht nicht ganz so früh drauf. Trotzdem der Ballgewinn von Mike Odenthal. Oh. Sehr gute Aktion von Mike Odenthal, aber schön pariert. Er doch noch rechtzeitig ins Tor zurückgekommen. Von ist der Moment, das ist Gökesin, richtig? Jawohl, der nicht, Torhüter. Dass ich was falsch ausspreche, jawohl. Findest du eigentlich, das hat der Chat gesagt letzte Woche, da sind wir Schatkowski übrigens. Schön verteidigt. Sehr, sehr schön von Kotschak, der hinten wirklich nicht zulässt. Mike Odenthal, der Mann mit der 15, der gerade abgedrückt hat, wurde hier im Chat schon mit Erling Haaland verglichen. Ich weiß jetzt noch nicht, aber das ist der... Ja, das ist ein Foul, oder? Ja, da ist das Foul. Man könnte im Fußballjargon von einer Verhinderung einer klaren Torchance sprechen, wenn man wollen würde. Ja. Manu Fischer ist einsichtig. Manu Fischer nicht der geborene Abwehrspieler. Ich glaube, wenn er Verteidiger vom Beruf wäre, wäre da vermutlich etwas dezenter hingegangen. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Der kommt ohne 2 Minuten Strafe davon. Das ist aber eine sehr nette Herangehensweise der Schiedsrichter. Trifft ihn unten am Fuß und schubst ihn dann zur Sicherheit nochmal an der Hüfte. So, und das ist einer für Schatkowski oder für German Kurbaschian. Ja, man, Kubaschian mit der 7 und Schatkowski, der ehemalige Schalker. Ah, das ist die dritte Ecke. Jawohl, wenn ein Spieler von Streets United dazwischen gewesen ist, ist er es. Jawohl, es ist Manu Fischer, der fault und dann auch noch die Ecke verursacht. Heißt Penalty und das ist einer für Schatkowski. Der hat letzte Woche so einen getroffen. Der ehemalige Bielefelder, Ex-Bochumer, St. Pauli war er auch. Und auch in den USA gewesen. Schatkowski, ich glaube, der macht ihn. Bleibt stabil. 1-0. Und Manu Fischer will es direkt wegmachen. Vom Anschluss weg. Und das ist die Reaktion von Chris Kramer. Und ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl, dass Chris Kramer sich jetzt ein bisschen einbuddelt und seine Truppe. Du kennst ihn ein bisschen? Glaubst du, er bunkert jetzt, Mats? Also es hat ja ein bisschen Anschein gemacht in den ersten Spielen, dass er das bei einer Führung versucht. Ich habe ihn aber
vorm Spiel eben auch extra schon so ein bisschen gekitzelt, dass ich es gerne noch aktiver sehen würde. Ich glaube jetzt, wir sind noch zu früh im Spiel, dass er jetzt so defensiv wird. Aber ja, ja, wir werden ja sehen. Er ist am Ende ist er natürlich erfolgsorientiert, ne? Erfolgsbesessen und orientiert. Das war ein schöner Pass. Ui. Oh, und Mike Odenthal wird einmal umgerannt, Freunde. Das sieht erstmal düster aus. Aber so ein Mike Odenthal musst du auch erstmal stoppen. Ja, das war Stirn an Stirn. Das, und zwar von zwei absoluten Brechern auf dem Spielfeld. Eieiei, Kotschak gegen Odenthal. Das Duell der 20-Tonner. Er steht aber schnell. Oh ja. Der schon getroffen hat in dieser Baller League-Saison das ein oder andere Mal. Sehr sehenswert. Und jetzt ist das Spiel wieder frei. Wer wird Player of the Game? Zusammen mit der Pre-Match-App könnt ihr den QR-Code einmal scannen und dann abstimmen, wer Spieler dieses Spiels wird. Oh, schön, wunderschön. Das ist das 3-0. Wow. Und ich sag's euch, Mats Hummels, der Profi, hat das Tor schon bevor es gefallen ist gesehen. Ja, ja gut, als der Querpass reinkam, war klar, was passiert. Aber tolle Aktion, Gegenpressing, im Tempo rechts die Linie lang gegangen. Auch tolle Ballbehandlung. Ah, und dann wunderschön. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt, eine perfekte Aktion. German Kobaschian, der Torschütze. Ausgebildet worden in Köln, in Fürth. Und ehemaliger U21-Nationalspieler Armeniens. Hat übrigens das erste Tor geschossen in der Baller League-Historie für seine Truppe. Für Golden 11 und Lukas Podolski schaut relativ sparsam. Ja, so richtig viel Durchschlagskraft haben sie noch nicht entwickelt. Zwei, drei gute Schüsse von Manu Fischer. Ansonsten noch keine, ich glaube noch keine Ecke, noch kein, ja noch nichts, was jetzt auf ein schnelles Tor hindeutet. Vielleicht setzen sie auf einen Gamechanger. Versuchen vielleicht schon die Auslosung Richtung 1 gegen 1, Richtung 1 gegen 1 zu manipulieren, weil Chris sich das gerade ausdrücklich nicht gewünscht hat im Interview vorher. So, die Bälle fliegen hier durchaus Richtung Kommentatorenplatz. Ich kann euch sagen, Mats Hummels hat nichts abbekommen. Oh mein Gott. Kotschak mit dem Eigentor. 3-0. Eieiei. Und es tut mir leid für ihn, aber das müssen wir uns jetzt natürlich nochmal in der Zeitlupe anschauen. Torhüter, Stand hoch. Eieiei. Ja, das ist jetzt die Frage. Wem schiebst du da die Schuld in die Schuhe? Torhüter steht neben dem Tor. Wird er mir so ein bisschen so beigebracht, damit der Rückpass eben nicht ins Tor fliegen kann? Ja. Boah. Fällt mir jetzt aber schwer, da einem 100% das Ding in die Schuhe zu schieben, aber sehr unglücklich. Also kurz vor dem Gamechanger noch das 0-3. Ja, kleiner psychologischer Knacks. Ja, für die Mannschaft von Lukas Podolski. Im Chat schreibt gerade jemand, hätte nicht zählen dürfen ohne Torwartberührung, aber war, der Torwart hat ihn mit berührt, deswegen stellt sich diese Frage natürlich gar nicht. Und wir spielen 3-Play, heißt 3 gegen 3, ein System, während Coach Kramer, Coach, mal gucken, ob wir was erhaschen können. Oh, er spricht ganz leise, Mats. Hab ich gerade gehört, wenn wir den Ball haben, schießen wir gar nicht. Wir haben das Gleiche verstanden. Herr Chris ist im Verwaltungsmodus. Oha. Und Mats hat gerade schon mit dem Chat hier kurz gesprochen. Wir schauen noch mal, ob das Tor korrekt war, ja oder nein. Der Torhüter war klar dran. Mats hat das gesehen und zwar hier. Ja. In der Rettungsaktion, also Treffer korrekt. Und jetzt also die letzten 3 Minuten der Gamechanger. Schön verteidigt übrigens, wunderbar verteidigt gerade. Ja, aus dem 3 gegen 2 quasi ein 2 gegen 2 gemacht mit seinem Verteidigerverhalten und dadurch eben den Vorteil genommen. Das ist halt so krass. Also hier kracht es fußballerisch wirklich, Mats. Ne? Also diesen 3 gegen 3, du musst schon auch ein stabiles Konstrukt haben. Du kannst nicht einfach blind drauf losspielen, ja? Nein, keineswegs. Du musst Läufe anbieten, also die, vor allem die Außen logischerweise, weil der Ball normalerweise in der Mitte gehalten werden sollte. Genau so, müssen eben Tiefe anbieten, um die Verteidigung in Bewegung bringen. Aber da sieht man schon die leichte Passivität vom Coach Kramer verordnet. Der bunkert hier. Chat, falls ihr es gerade nicht mitbekommen habt, wir haben hier die Kopfhörer auf und haben das ganz gut verstehen können, auch wenn Chris Kramer relativ leise gesprochen hat. Wenn wir den Ball haben, schießen wir gar nicht drauf.
Aber da hagelt es gleich Buhrufe aus der Kommentatorenbox, wenn das so bleibt. Oh ja. Leider ist Chris Kramer auf der anderen Seite, sonst könnten wir ihn hier mal dezent durchbeleidigen. Was ist auf jeden Fall... Okay, ja, es ist eine erlaubte Taktik, ne? Ah, das ist gar nicht böse gemeint, das ist ein verdienter Ballverlust. Sie sollen nach vorne spielen, die Jungs. Und Streets United wechselt jetzt natürlich durch. Der Ball ist hier in unser Kommentatorenplatz gerade gerollt. Mats hat Manu Fischer den Tipp gegeben. Pazurek. Antoski. Pazurek, jetzt spielen sie sie aus. Manu Fischer. 3-1. Antoski. Streets United ist wieder da durch Antoski. Muss mich leider auch verbal mit durchs Tor nehmen. Ich wurde kurz von den Kollegen Leitner und Contento abgelenkt hier. Genau, haben sie sich beschwert über ihre Niederlage? Ja, und sind sich natürlich selbst keiner Schuld bewusst. Also der Klassiker. Genau, so wie es ist. Also Antoski ist da, trifft 3-1. Ja, die Passivität steht ihnen nicht. Und Manu Fischer mit der Idee. Und Mats Hummels hat's noch gecallt. Vielleicht ist der Gamechanger die Idee für die Mannschaft von Lukas Podolski. 3-2. Jetzt würde ich gerne Mäuschen spielen in Chris Kramers Kopf, ob er sich ärgert, ob seiner Idee nicht anzugreifen oder nicht. Oh, da bin ich auch sehr gespannt. Nach dem Spiel werden wir ihn sicher noch mal hören. Schatkowski, ich glaube, jetzt musst du einen Schalter umlegen und irgendwie doch versuchen, deine Art und Weise zu ändern. Manu Fischer übrigens auch defensiv gerade hervorragend unterwegs. Laufstark und taktisch gut. Ja. Emir Can. Aber man sieht auch, Antoski macht das auch top. Macht es auch wieder top. Oh, kriegt den Fuß noch ran. Boah, so geht's. Aber da ist sie, die erste Aktivität von Golden 11. Eine Sekunde nur noch. Kein Ball. Oh, der hätte teuer werden können. Jetzt aber. Schluss aus. 3-2. Die Passivität von Chris Kramer hat ihn in den Gamechanger-Minuten tatsächlich 2 Hütten gekostet. 3-2, Mats Hummels hat es noch gesagt. Der Gamechanger vielleicht was für die Truppe von Podolski. Genau so ist es gewesen. Ja, schauen wir, ob das vielleicht noch ein kleines Feuer entzündet in Halbzeit 2 für Streets United. Ob die jetzt aus dem Spiel heraus auch ein bisschen rankommen. Das gucken wir uns ganz genau an. Oh ja, und wir hören noch mal ganz kurz rein. Ich verabschiede Mats Hummels, der ist hier noch weiter aktiv. Ja, ist jetzt 3-2, 1-0, scheiß drauf. Hören wir Mats noch kurz zusammen rein. Was nur wichtig ist, Jungs, einziger Punkt wirklich von mir. Der ein oder andere macht diese tiefen Laufwege mit Auge. Die spielen nur tief, ich weiß nicht, was bei Fischi da war, der ist einfach durch nach dem hohen Ball. Wir können gegen die nicht mit Auge machen. Von mir aus sagt, ist Arschlochfußball, ist Drecksfußball, aber wenn wir die tief laufen lassen, dann ist scheiße, weil dann rennen die 1-gegen-1 gegen Torwart und wir müssen von hinten faulen oder irgendwas machen. Dann lass doch lieber, geh doch nicht mit raus aus der Kette, dann bleib doch lieber der tiefe Stehen. Das ist sehr, sehr spannend. Mats, du hast auch ganz genau zugehört. Was sagst du dazu zum Korb vom Trainer? Ja, sehr interessant. Er hat natürlich recht. Es ist auf Ergebnis gespielter Fußball und da muss man sich darauf einlassen, sonst geht man unter. Aber natürlich, ja. Er hat seine Fußballersprache ausgedrückt. Super, Dankeschön, Mats Hummels, der wieder hier als Co-Kommentator am Start war. Und Flo Neuhaus ist als Interviewgast bei Tone. Richtig, Flo Neuhaus steht neben mir. Erstmal schön, dass du wieder da bist. Bist ja ab und zu mal jetzt hier vor Ort für Chris Kramer. Und du hast das Spiel gesehen. Chris hat, glaube ich, vorhin so ein bisschen so eine Ansprache gehabt, dass sie ein bisschen defensiver spielen sollen. War das so eine richtige Idee? Weil jetzt haben sie 3-0 geführt und dann noch 2 Tore kassiert. Ja, mit den ersten 12 Minuten sind wir super zufrieden. Wir hatten das Spiel total im Griff. Mich ärgert das total, gerade die letzten 3 Minuten in den Galaxy Minutes, dass wir das 3-2 nicht vernünftig ausspielen. Aber jetzt geht's weiter und wir wollen das Spiel auf jeden Fall heute gewinnen. Was glaubst du, hat Chris gerade zu seinem Team gesagt? Hat er die richtigen Worte gefunden? Jetzt nochmal ein bisschen anfeuern und nicht so ein bisschen passiv spielen? Ja, auf jeden Fall. Chris findet immer die richtigen Worte. Wir sind super drin. Wir müssen einfach genauso weiterspielen wie in der ersten Halbzeit. Und irgendwann sehen wir dich auch in der Baller League in ein paar Jahren, oder? Ja, ich hoffe. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Sehr geil. Schön, dass du da bist. Viel Erfolg. Ist ja quasi der Co-Trainer, kann man sagen. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Let's go. Dankeschön, lieber Tone. Zweite Halbzeit. Lukas Podolski Team ist nochmal rangekommen. Er kann auch wieder lachen. Hochinteressant, was da gerade auch so taktisch erzählt wurde. Mag ich aber sehr, dass wir da so gut mit zuhören können. Gut zuhören wollen wir auch im Studio.
Ja, und bei uns sitzt der Chef der Baller League, Felix. Wir diskutieren gleich mal über das, was du noch mitgebracht hast. Oder nicht diskutieren, das war was Positives, darüber sprechen wir gleich. Wir diskutieren über dieses Spiel jetzt mal ganz kurz. Ja. Also wir haben es auch gerade von Mats und von Robby gehört. Die ja, kritisieren so leicht die Art und Weise, wie Chris spielen lässt. Ich finde es ehrlich gesagt einfach schlau. Also ich muss schon sagen, wenn du beim 3 gegen 3, wo Torchancen so leicht zu kreieren sind, absichtlich nicht aufs Tor gehst, dann bewegst du dich im Grenzbereich in meiner Welt. Aber Felix, ich weiß nicht, wie der Chef das sieht. Du, also wir haben die Regeln so geschrieben und wenn man die Regeln ausnutzen kann, um zu gewinnen, dann darf man das auch tun. Dass das nicht im Sinne des Fußballs ist, den wir gerne spielen würden, das ist auch klar. Aber Chris Kramer hat das Regelwerk gelesen, hat gesehen, hey, da ist ja überhaupt gar keine Shotclock drauf, ich hab Zeit. Und warum soll er dann beim 3-0 nach vorne spielen? Jetzt müssen wir vielleicht überlegen, vielleicht passt man dann die Regeln ein bisschen an. Wir ärgern den Kramer ja sowieso immer. Aber im Grunde hat er alles richtig gemacht und das ist halt auch ein Fuchs. Also das muss man einfach sagen, Kramer ist ein Fuchs. Der größte Baller League Fuchs, würde ich sagen. Wenn die gegnerischen Trainer dann schon Ansprachen halten und sagen, ja, dann müssen wir halt den, ich zitiere, Arschlochfußball mitspielen, schon geil. Ja, voll. Also von dem her, wie investiert auch ein Chris Kramer hier ist. Also ich erinnere mich noch an die ersten Telefonate mit ihm. Der hat es am Anfang gar nicht richtig greifen können, was wir hier planen. Das ging ja mit allen unseren Talents, ging das, ne? Also dass die gesagt haben, ja, Baller League hört sich irgendwie cool an, aber was ist es denn eigentlich? Und jetzt, mit wie viel Herzblut da wirklich alle dabei sind, alle 12 Teams. Also das ist wirklich unglaublich schön zu sehen, was sich da auch für so eine Familie draus gerade entwickelt. Also und das ist echt cool. Das ist der Punkt. Es entwickelt sich da was und genau deswegen ist nämlich auch das Thema immer wieder Trikots. Die Trikots sind extrem unterschiedlich, Trikots sind extrem cool, wie ich finde. Und der Chat und die Community hat schon ganz oft gefragt, ey, Leute, können wir diese Trikots endlich mal kaufen? Und jetzt sitzt hier Felix und hat was zu verkünden. Ja, das stimmt. Ich sehe es auch gerade schon. Es wird gespammt irgendwie im Chat. Also der Shop ist jetzt live. Es ist sehr limitiert tatsächlich. Also ich bin gespannt, wie lange der Shop hält. Es ist genau shop.borderleague.de. Alle 12 Trikots. Ja, genau. Alle 12 Trikots sind jetzt verfügbar. Bei Calcio hat es noch eine Änderung gegeben. Calcio Berlin bekommt ein neues Trikot. Deshalb haben wir da noch kein Foto. Aber die Calcio-Jungs haben ihr eigenes. Chris, was ist los? Teammanager Chris. Eigenes. Wenn wir noch einmal 3 gegen 3 oder 1 gegen 1 haben, ne, dann ticke ich aus, ohne Scheiß. Ne. Ja, aber bringt, wir führen 3-0, diese Scheißregeln. Aber hier, Chris, ist Zufallsprinzip. Ja, Zufall, Alter. Immer zufällig, immer das, was noch nicht war. Hey Chris, aber du kriegst viel Kritik für die Art und Weise, wie du spielen lässt bei diesem 3 gegen 3. Ja. Ey, guck mal, ja, ich weiß, das hat jetzt wenig Eventcharakter. Normalerweise spielt man das ja auch anders, aber wenn wir 3-0 führen, möchte ich eigentlich draufstehen, letzten 10 Sekunden, genau. 4-0 und das Ding ist gegessen. Genau das gleiche habe ich gerade gesagt. Das ist natürlich also, schade, ich weiß, tut mir auch leid, das war jetzt wenig unattraktiv, aber nur, weil wir so hochgeführt haben und das war sehr attraktiv. Das stimmt. So. Am Ende zählt das Ergebnis. Ja, das gibt's auch nur in der Baller League, dass einfach mal kurz der Teammanager reincrasht ja, in der voll. Halbzeit. Also und vor allem beim Trikot-Shop-Lounge, da wird wahrscheinlich auch so ein Meme draus. Riesig ausgeholt, Trikots sind live, dann kommt der Kramer hier und sagt, wenn auch einmal diese Regel kommt, tickt er aus. Ja gut, also als wäre ich hier der Regelhüter oder was. Also von dem her, ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Aber Trikot-Shop jetzt live. Calcio bekommt ein neues Trikot, die haben sich mit unseren Designern hingesetzt, hier Raval auf der Seite und haben ihr eigenes Trikot auch noch designt, das kommt. Shop down, ach du Scheiße. Weiter probieren. Ja. Ich habe heute Nachmittag gedacht, Alter, wenn der Link reinkommt, ist safe wieder Action auf der Seite. Spricht ja irgendwo für das Interesse. Ja, das stimmt. Also, aber vielleicht machen wir jetzt dann noch ein paar Leute glücklich und verlosen ein paar Tickets. Ich habe mit Finn auch schon in unserem Mod gesprochen, wie wir das machen können. Und wir haben eine Idee, wir verlosen 10 VIP-Tickets fürs Finale, also wirklich, also 5x2 VIP-Tickets mit dem vollen Programm, mit Anreise, Übernachtung, schön im VIP-Raum mit allen unseren Talents abhängen und wir verlosen 10 Trikots von unseren Teams. Jetzt was man dafür machen muss, wir stellen jetzt um kurz auf Subchat, sorry dafür, aber müssen wir tun. Und man kann das Team-Hashtag und dann den Teamnamen rein, das man gerne hätte. Und in 5 oder 10 Minuten, keine Ahnung, Finn, du entscheidest es, lösen wir es dann auf. Also von so, dem her. Ihr wisst Bescheid. Felix, danke dir. Es geht weiter. Zweite Halbzeit und damit zu Robby. Dankeschön, ihr Lieben. Hallo vom Kommentatorenplatz. Blick auf Lukas Podolski. Seine Mannschaft muss heute auf Sascha Bigalke verzichten, der es heute nicht schafft. Es ist auf jeden Fall eine Schwächung, muss man sagen. Und das war ja hochinteressant gerade, Chris Kramer. Da sehen wir ihn noch. Ja, auch Mats Hummels fand das relativ wenig attraktiv, was seine Truppe da gezockt hat.
in den Game-Changer-Minuten in dem 3 gegen 3. Der Preis 2 Gegentreffer. Jetzt ist das Spiel wieder freigegeben. Halbzeit 2, Streets United gegen Golden 11. Jo, die Subs fliegen hier rein. Odenthal, super Ball. Übrigens, wer sehr stark auch spielt, ist der Wildcard-Spieler, der schon letzte Woche dabei gewesen ist, mit der 16 bei Golden 11. Philipp Meissner, 32 Jahre alt, zuletzt in Uerdingen am Start gewesen. Gebürtiger Kölner, letzte Woche mit dem Tor sehr gelobt worden. Heute gerade eben noch im Nachgespräch von Mats Hummels, der gerade sagte, boah, Robby, kannst du bitte nochmal sagen, Philipp Meissner, überragendes Spiel gemacht. Das Tor von Golden 11, ein Tor, richtig, richtig schön vorbereitet. Philipp Meissner. Da ist er, zusammen mit Schatkowski. Danke an Jürgen Schmitz in die Regie draußen am Ü-Wagen hier. Mike Odenthal auch hinten zu finden gegen Kotschak, die beiden. Das ist ein direktes Duell über das ganze Feld. Odenthal. Während Emil Gahn wartet darauf, dass er den Ball einschießen kann. Justin Nice versucht da einzulaufen, sich anzubieten. Kani Taher, Wildcard-Spieler mit der 22 hier, afghanische Wurzeln, auch als Kind früh nach Deutschland gekommen. Der sehr viel Spielzeit bekommt für einen Wildcarder. Fußballspielen auf jeden Fall auf dem Bolzplatz gelernt. Und das ist eine richtige Ansage von Kobaschian, der mir sehr, sehr gut gefällt. Den hätte es gebraucht vorhin beim Lattenschießen. German Kobaschian. Und das ist Manu Fischer. Oh, den muss er machen. Der Go-Getter von Streets United. Und den macht er normalerweise auch. Der schießt fast unsere Kamera da oben kaputt. Hohoho. Justin Nice für Golden 11. Falls ihr später dazugekommen seid, türkisen Hosen, Streets United, die Truppe von Podolski und Alisha Lehmann. Anna-Maria Markovic und Chris Kramers Mannschaft ist Golden 11 in den weißen Hosen mit den orangenen Elementen. Ah, schön die Idee, direkt zu spielen. Nicht mit Antossi. Und das ist die Chance auf den Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Therese Herzhauser. Antoski schön durch die zwei durch mit dem Steckpass ins kurze Eck. Keine Chance für Mika Rutnik im Tor. Und Therese Herzhauser, der Torschütze. Der weiterhin an jedem Spieltag trifft und trifft und trifft. Der ist erst 20, spielt im Saarland. Torschütze letzte Woche und Torschütze vorletzte Woche. So auch diese Woche. 3-3, Streets United ist wieder dran.
Antoski, der letzte Woche gefehlt hat. Ganz wichtig für Streets United, dass der erfahrene Kleinfeldfußballer wieder am Start ist. Bigalke fehlt heute Streets United. Ja, Freunde, Eintracht Spandau spielt auch noch heute, genau wie die Zimbos. Das haben wir alles noch für euch am Start. 20 Minuten vorbei, schon wieder 6 Hütten hier in Spiel 3. 3-3 der Torschütz, der Spielstand. Manu Fischer auch gegen den Ball super intensiv am Arbeiten. Nicht nur vorne, sondern auch nach hinten. Das ist wichtig gegen Lennartz. Becerra. Schatkowski. Marc Schatkowski! Schon letzte Woche per Penalty getroffen. Golden 11 wieder in Führung durch Marc Schatkowski. Den ehemaligen St. Pauli und Bielefeldmann. Ja, auch auf Schalke hat er gespielt, wenn auch nur kurz. Hier drückt er ab. Marc Schatkowski, begnadeter Techniker, bringt Chris Kramers Team wieder in Führung. Chat, haut mal eine 1 rein, wenn ihr glaubt, Golden 11 gewinnt, und eine 2 für Streets United. Man glaubt auf jeden Fall noch, zumindest partiell, an Streets United. Streets United letzte Woche ja 2-2 gegen die Gönnergy Allstars, während Golden 11 eine 3-6 Niederlage hinnehmen musste gegen Hollywood United. Bisher 7 Punkte auf dem Konto, die Mannschaft von Lukas Podolski. Also ohne Niederlage gibt das jetzt hier am Matchday 4 die erste Fragezeichen. Der Kölsche Jung ist in der Haus. An Rosenmontag, Lukas Podolski ist da und auch Flo Neuhaus, der hier von der anderen Seite mitcoacht für Chris Kramers Stream. Boah, Pazurek, Verteidiger vom Beruf, Ex-Fortuna Köln-Mann, aktueller Siegner. Becerra. Oh, der ist gefährlich, aber wenn man gute Kicker hat, kann man das auch fußballerisch lösen. Becerra ist Mr. Flugball, der hier ist nicht genau genug. Pazurek, ehemaliger Drittliga-Verteidiger, den holt er ganz locker mit der Brust runter. Dürfen nicht vergessen, einen hat sich Streets United mehr oder weniger auch selber reingeschenkt. Nach dem Missverständnis hinten von Kotschak. Und Torhüter Kahn Götzeschin, der in Fichttal spielt, 5. Liga, kommt aus der Fußballschule von Alemannia Aachen. Und Manu Fischer! Es läuft heute nicht bei Manu Fischer. Mit der ganz dicken Chance zum Ausgleich, macht fast alles richtig. Oh, der ist fast zu genau. Gut 5 Minuten noch. Warum nicht? Rudnik reißt die Hände los.
Oh, Pazurek gegen Schatkowski hier direkt an der Außenlinie. Ein Profiduell. Ein ehemaliges. Nächstes Spiel übrigens wird sein Calcio Berlin gegen Hardstark Royal. Calcio Berlin gegen Hardstark Royal. Hardstark Royal letzte Woche mit dem Spektakel. Gute Tat von Rudnick. Den musst du so auch verdeckt erstmal halten. Danach dann noch die Zimbus gegen Beton Berlin. Und danach als krönender Abschluss Spandau gegen Hollywood United. Die Truppe von Knossi und Max Kruse, die letzte Woche ja gewonnen hat. Abschluss von Römers. Elias Römers. Männer schauen, übergeben. Justin, nice! Und den hat er. Kaan Gökçeşin. Foul, ja, nein. Spontan, Chat, was sagt ihr? Möglichkeit auf jeden Fall aufs 5-3. Ich glaube, da ist ein bisschen Ball dabei gewesen bei der Grätsche. Schatkowski aktuell, habt ihr gesehen, Spieler des Spiels in der Pre-Match-App. So, Emir Can. Ah, Ball hat er nicht so wirklich berührt. Bein war dazwischen. Er bringt ihn aus der Fassung, aber auch nicht so böse, wie es in der realen Geschwindigkeit aussah. Knappes Ding. 1-1 nach Ecken, das seht ihr oben neben der Eckfahne. 2-1 nach Ecken, sorry. Zweite Ecke für Streets United. Beim dritten gibt es ein Elfer/Penalty. Haben wir heute auch schon gesehen. Noch 20 Sekunden bis zu den Galaxy Minutes. Justin, nice. Letzten Sekunden vor den Galaxy Minutes, also vor der Regelmodifizierung für die letzten 3 Minuten. Jetzt also die Galaxy Minutes und wir sind gespannt, welches wird. Galaxy Minutes ist Fairplay für die letzten 3 Minuten. Heißt, jedes Foul wird mit einem Platzverweis geahndet. Jede 50-50-Entscheidung. Wir faulen nicht. Wir gehen weiterhin, aber wir faulen nicht und gehen und bleiben im Zweifel weg. Das heißt nicht, dass Chris Kramers Ansage, im Zweifel lieber wegbleiben, denn in Unterzahl willst du das nur sehr, sehr ungern spielen bei dem knappen Spielstand hier zwischen Streets United und Golden Eleven. So, weiter geht's hier in Köln-Ossendorf an Rosenmontag. 4-3 führt Golden Eleven gegen Streets United. Streets United allerdings schon mit 2 Ecken. Bei der nächsten gibt es ein Penalty. Kobashian. Und drin das Ding. 5-3. Riesenjubel auf der Bank von Chris Kramer. Nicht gut verteidigt. Den einen kann er noch halten. Und gegen den Bums hat er gar keine Chance mehr. Silas Lennartz, der Torschütze aus der BVB-Jugend früher. Hat schon gegen Beton Berlin für Golden Eleven mit der Pike zum zwischenzeitlichen 2-1 vorletzte Woche getroffen. Dann fast ein Hackentor gemacht letzte Woche. Hier mit Wucht Silas Lennartz, der in der U17 und U19 Bundesliga früher gespielt hat. Abseits-Chat hat der Ref nicht erkannt. Wir haben kein VAR. Da muss man sich aufs bloße Auge verlassen und der ist undankbar.
Coach Kramer im Bergkamp-Trikot, könnte ich stundenlang zugucken. Justin Nice für Golden 11. Streets United droht die erste Niederlage. Golden 11. Chris Kramer war echt unzufrieden letzte Woche. Heute ist er da und da läuft sie da für seine Truppe. Eine Minute noch. Zwei Tore braucht Streets United irgendwie. Lukas Nordbeck stand im Abseits. Wildcard-Spieler von Streets United, der hier bei Fortuna Köln und Viktoria Köln viel Regionalliga gespielt hat früher. Schatkowski, es sieht so aus, als würde es Kramers Truppe clever zu Ende spielen. Römers nochmal. Bleibt hängen an Becerra. Und dann ist es das gewesen. Golden 11 macht die Niederlage von letzter Woche wieder gut. Gewinnt gegen Streets United, während die Mannschaft von Lukas Podolski die erste Niederlage kassiert nach bisher 7 Punkten. Ja, da ist er nicht ganz zufrieden, während ihr euch hier diesen Blick anschauen könnt von Chris Kramer. Die Zufriedenheit spricht aus ihm. Er hat sich ein bisschen verzockt in den Game Changer Minutes, als er komplett auf Passivität gegangen ist. Da hat Streets United seine zwei Treffer gemacht. Mehr ist nicht drin gewesen. Und Tone hat den ersten Interviewpartner unten direkt auf dem Feld. Und zwar haben wir die armenische Maschine, okay? Das ist der German. German, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ich würde sagen, es waren drei verdiente Punkte. Ihr habt irgendwann dann angefangen, so ein bisschen passiv zu spielen, aber am Ende hat es alles geklappt. Nimm uns mal ein bisschen mit erstmal, wie war das Spiel für dich und wie fühlst du dich jetzt so nach so einem wichtigen Punkt? Ja, erstmal danke für die Glückwünsche. Haben wir uns auf jeden Fall verdient. Die letzten zwei Spiele haben wir verloren und ich finde, dass wir heute ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Gegen alle Widerstände, unser Torwart ist ausgefallen, haben wir einfach angenommen, akzeptiert und ja, einfach gewonnen. Ihr habt jetzt 7 Punkte, also ihr seid auf jeden Fall hochgeklettert. Und nimm uns ein bisschen mit, was hat Chris Kramer so, sag ich mal, in der Halbzeit nochmal gesagt zu euch? Chris ist ein unglaublich geiler Typ. Der ist immer sehr, sehr positiv. Bei dem darfst du Fehler machen und deshalb spielen wir auch einfach frei auf und das ist halt sehr, sehr geil, wenn du sowas von einem Trainer hast. Und wie ist es generell unter Chris Kramer zu spielen? Macht es jede Woche so ultimativ Spaß oder wie kommst du her, mit welcher Motivation? Ja, ist brutal geil. Ich kann mich noch erinnern, als der 2014 Weltmeister wurde, ich vom Fernseher stand und jetzt ist der quasi hier mein Trainer. Also ich habe jede Woche Bock drauf und bin dankbar und glücklich hier zu sein. Hey Brudi, danke schön fürs Interview und wir sehen uns nächste Woche wieder. Glückwunsch zu 3 Punkten. Wir gehen rüber zu Robby. Jawohl, dankeschön, ihr lieben German Kobaschian, der heute wieder den Hammer ausgepackt hat. Nächstes Spiel gleich von Calcio Berlin. Wir sehen erstmal aber Streets United, die direkt mit der Analyse anfangen bei Trainer Simon Pesch. Ja, es lief heute nicht alles rund, aber immer noch stehen sie gut da in der Tabelle mit 7 Punkten. Die Tabelle, die könnt ihr euch immer und die Spieltage, wer wo wann spielt, also zum Beispiel wer heute dran ist, wann und so weiter und so fort, könnt ihr euch auf der Baller League Insta-Seite auf jeden Fall anschauen. Hardstuck wird gleich spielen, die Truppe von Trimax gegen die Jungs von Calcio Berlin. Krögi heute nicht da, falls ihr ihn vermisst. Der sitzt zu Hause, fliegt morgen in Urlaub und der Tone hat einen neuen Gesprächspartner. Ich habe den Therese bei mir. Erstmal ein bisschen schade, sag ich mal, für die Niederlage. Woran hat es, glaubst du, jetzt in diesem Spiel gelegen, dass ihr nicht gewonnen habt? Weil ihr wart eigentlich mit 7 Punkten sehr gut am Start. Und ja, jetzt habt ihr -3 quasi. Also keine 3 Punkte mitgenommen. Es ist immer schwer zu sagen, woran es gelegen hat. Aber ich sag mal, kollektiv hat einmal heute nicht gestimmt als Team.
wir waren hinten nicht gut, vorne nicht so. Und dann kriegst du halt mal gegen so ein Team, wo wirklich spielerisch sehr stark war, fand ich, verlierst du auch mal ein Ding. Auch wenn wir jetzt einen guten Start hatten mit 2 Siegen und Unentschieden, kann nicht immer gut laufen, aber ich denke, wir sind so ein gutes Team, dass wir uns rappeln und dann das nächste Spiel wieder positiv spielen. Hast du zwischenzeitlich das Gefühl, dass ihr nochmal rankommen könnt? Weil ihr habt ja 0-3 quasi wieder aufgeholt. Ja, vom 0-3 mit so einem dummes Eigentor, wo es dann passiert, dann rappeln wir uns, haben noch 2 Ecken, wo dann, wenn noch eine Ecke ist, ein Penalty ist, dann kriegen wir halt ganz dumm ein 5-3, aber ja, also es fand uns einfach heute nicht gut, haben uns halt aufgerappelt, sind echt genau dran gekommen, obwohl alles gegen uns gesprochen hat, aber naja, kann man nichts machen. Wie ist bei euch in der Halbzeitansprache, wenn so ein Eigentor passiert? Kocak hat das ja nicht mit Absicht, sage ich mal, gemacht, aber es war wahrscheinlich sein Fehler. Wird sowas dann aufgemuntert oder aufgerappelt? Oder? Ja, auf jeden Fall, wir sind ja ein Team, wir hatten so eine gute Bindung bis jetzt und es wird auch so bleiben, auch wenn er jetzt einen Fehler gemacht hat, die letzten beiden Spiele davor oder die 3, richtig gut gespielt meiner Meinung nach und sowas kann jedem passieren, auch in so einem Feld, also wir sind als Team da, haben den aufgemuntert, haben putzt den Mund ab, weiter geht's und ja. Ich danke dir fürs Interview. Wir gehen wieder zurück, Freunde, und sehen uns gleich wieder. Therese Herzhauser, der Torschütze, und dennoch hat es nicht gereicht für die Truppe von Lukas Podolski, die immer noch sehr aktiv mit sich hadern. Ich bin mir sicher, dass Simon Pesch, der Trainer, da auf jeden Fall noch aufrichten wird.